Ihr habt gerade eure allererste Audioaufnahme gemacht und ihr habt festgestellt, die klingt nicht ganz so sauber, wie ihr euch das vorgestellt habt. Der Bass ist vielleicht nicht stark genug oder die Höhen sind vielleicht zu stark betont und die Frage stellt sich einfach, was kann ich tun? Und in diesem Video gebe ich euch die Antwort. Einfach dranbleiben. Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. In meinem letzten Workshop habe ich ja euch so ein bisschen die Tools vorgestellt, mit denen ich so meine Audioaufnahmen ein bisschen bearbeite. Und da habe ich euch ja eigentlich lediglich eine Übersicht gegeben, was für Tools ich benutze. Und in diesem Video möchte ich euch ein Tool mal ganz besonders vorstellen. Und zwar den TDR Nova. Der TDR Nova ist ein dynamischer Equalizer. Und da würde ich euch ganz gerne einmal die Grundfunktion zeigen. Also was kann der alles? Und natürlich auch, wie ich damit meine Sprachaufnahmen bearbeite. Deswegen würde ich sagen, wir legen auch gleich mal los. Ich habe jetzt in meinem Cubase-Projekt einmal ein Audio-File geladen und zwar ist das eine wirklich sehr, sehr alte Aufnahme und zwar stammt die noch aus den Salubriel-Zeiten. Das Hörspiel Salubriel haben wir nie veröffentlicht, ganz einfach, weil wir es nie fertiggestellt haben. Und da habe ich mal den Erzähler testweise eingesprochen und dieses Audiosignal oder dieses Audio-File möchte ich jetzt einfach mal benutzen, um euch den Nova zu zeigen. Okay. Den Nova laden wir hier über die Insert-Effekte. Da ist er schon. Und da haben wir ihn. So, ihr seht schon die Oberfläche. Ich finde sie sehr übersichtlich, sehr einfach gehalten und soweit auch intuitiv bedienbar. Aber was ist der Nova überhaupt? Ich habe ja eingangs schon erzählt, der Nova ist ein dynamischer Equalizer. Er ist aber auch ein Multibandkompressor. Ein Multibandkompressor deswegen, weil ihr seht, hier unten haben wir 1, 2, 3, 4 Bänder und ihr könnt zusätzlich separat zu jedem einzelnen Band noch zusätzlich einen Kompressor hinzuschalten. Das heißt, hier auf die Nummer 1, ist der Bassbereich, der 2 und 3, das sind so die mittleren Bereiche, wo so der Hauptteil der Stimme stattfindet. Und dann gibt es hier noch die 4, das sind die Hochtöne. Weiteren Funktionen habt ihr hier noch den Hochpassfilter und den Lowpassfilter. Damit könnt ihr eben die Tiefen oder die Höhen nochmal wirklich beschneiden. Dann gibt es als Feintuning hier unten bei der Gain-Einstellung, könnt ihr die Flankensteilheit noch so ein bisschen bearbeiten. Also ich mache die mal ganz kurz hier wieder aus. So, ne, ihr seht hier links und rechts die Flanken und die können wir jetzt auch hier noch über den Q, also den Wert der Glocke quasi, noch ein bisschen beeinflussen. Wir könnten hier auch noch, wie gesagt, den Frequenzbereich eingeben. Ihr könnt es auch hier auch manuell machen und den halt bewegen nach oben, nach unten. Und das könnt ihr, wie gesagt, für alle 4 Bänder machen. Das ist insgesamt einfach, finde ich, ein sehr gutes Tool. Ich benutze das sehr gerne, um einfach Audio-Files so ein bisschen ja, so satter klingen zu lassen oder vielleicht so ein bisschen die Höhen noch zu betonen oder vielleicht auch die ein bisschen rauszunehmen. Ihr könnt auch das Tool benutzen, um einzelne Stimmen aufeinander also aufeinander abzustimmen. Also dafür lohnt sich dieses Tool auch in jedem Fall. Gucken wir aber weiter, was gibt es hier noch? Ich meine, ich habe ja gerade gesagt, ihr könnt zu jedem Band einzeln den Kompressor hinzuschalten. Hier habt ihr den Threshold, das ist der Schwellenwert, also ab welchem Signalpegel der Kompressor anfängt zu arbeiten. Dann könnt ihr das Verhältnis einstellen, wie er das Audiosignal verarbeiten soll. Und dann könnt ihr hier natürlich auch noch Attack und Release einstellen. Das bedeutet also, wie schnell greift der Kompressor bei Attack und das Release, wie lang ist die Abklingzeit hinten dran. Dann gibt es hier noch auf der rechten Seite nochmal ein Out-Gain. Das bedeutet, das ist der Gain für das gesamte Output-Level von dem Plugin, also nicht für die einzelnen 4 Bändern, sondern wirklich für das gesamte Plugin. Das gilt also für die Gesamtlautheit. Dann gibt es hier noch den Dry-Mix. Hier könnt ihr noch ganz einfach die Dry- oder Wet-Anteile mit ins Signal einstreuen. Bei 50% wären es eben 50% Dry-Anteile und 50% Wet-Anteile. Und ich glaube, wenn ihr das auf 100 stellt, dann wäre es wie eine Art Bypass. Das sind so jetzt erstmal so grob die Grundfunktionen.
die ihr braucht oder mit denen ich auf jeden Fall arbeite. Also wie jetzt wie ein Kompressor arbeitet, möchte ich euch nicht erklären. Das setze ich mal einfach voraus, dass ihr ungefähr wisst, wie ein Kompressor funktioniert. Stellen wir einmal alles wieder auf Null. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie ich mit dem Nova arbeite, beziehungsweise welche Einstellungen ich so vornehme, warum ich sie einstelle. Und ihr werdet feststellen, so viel ändere ich gar nicht an dem Audio-File. Hängt aber tatsächlich, wie gesagt, immer individuell von eurer Aufnahme ab. Bevor es losgeht, sage ich euch aber nochmal oder gebe ich euch noch einen kleinen Tipp. Ihr könnt hier über den Input könnt ihr die Frequenz quasi euch grafisch darstellen lassen. Wie das aussieht, zeige ich euch mal ganz kurz. Moritz hier dachte nach. Er hatte dabei seine übliche Haltung eingenommen. Er saß an seinem Laptop, die Ellbogen auf der Tischplatte und den offenen Handflächen an seiner Stirn. Unregelmäßig klopfte er leicht mit den Fingern auf seinen Kopf. Durch das Dachfenster war ein bewölkter Abendhimmel zu sehen. Ihr seht hier unten, also habt ihr so eine Wellenform, dass ihr sehen könnt, wo passiert überhaupt, wo geht mein Audiosignal hin. Und wir haben uns das jetzt einmal angehört, das unbearbeitete Audiosignal. Und jetzt würde ich hingehen und wie gesagt mit einer Loop-Funktion mir das Audio-File immer wieder abspielen lassen und dann eben live das ganze Ding so ein bisschen bearbeiten, bis ich der Meinung bin, ja, so ist es brauchbar. Moritz dachte nach. So, er hatte dabei schon, seine übliche Haltung. Im Bassbereich passiert nicht ganz so viel. Er saß an seinem Laptop, die Ellbogen auf der Tischplatte und den offenen Handflächen an seiner Stirn. Das klingt unregelmäßig komisch. Klopfte er leicht mit den Fingern auf seinen Kopf. Ganz durch leicht, das Dachfenster war ein bewölkter Abendhimmel zu sehen. Moritz dachte nach. Er hatte dabei seine übliche Haltung eingenommen. Er saß an seinem Laptop, klingt auch die komisch. Ellbogen auf der Tischplatte und den offenen Handflächen an seiner Stirn. Unregelmäßig klopfte er leicht mit den Fingern auf seinen Kopf. Durch das Dachfenster war ein bewölkter Abendhimmel hier zu sehen. Hier passiert nicht viel. Moritz dachte nach. Er hatte dabei seine übliche Haltung eingenommen. Hier passiert auch nicht er viel. Saß an seinem Laptop, die Ellbogen auf der Tischplatte und den offenen Handflächen an seiner hier Stirn. Hier wird es ordentlich unregelmäßig doof. Klopfte er leicht mit Klingt den Fingern auch auf seinen auch nicht. Durch das Dachfenster Eine war ein bewölkter Anhebung Abendhimmel schon. Zu sehen. Okay. Moritz dachte nach. Er hatte... Das wäre jetzt eigentlich im Prinzip schon, wo ich sage, das wird mir schon reichen. Was ich jetzt noch insgesamt möchte, dass das ganze Ding in der Lautheit ein bisschen präsenter wird. Dazu, ich könnte jetzt hingehen und noch sagen, dass ich bestimmte Bänder einfach noch stärker hervorhebe, indem ich einfach hier den Gain zum Beispiel so ein bisschen aufdrehe. Gain, wie gesagt, also Gain bitte nicht verwechseln mit Volume, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Während Volume wirklich einfach nur laut und leise macht, ist es beim Gain eigentlich die Verzerrung, die er einstellt. Das heißt, je mehr Dezibel eingestellt sind bei dem Gain, desto höher ist auch die Verzerrung, wirkt dann aber auch eben lauter. Okay, das heißt, das könnten wir machen. Ich will aber insgesamt einfach das Audiosignal etwas lauter haben, beziehungsweise etwas präsenter. Das heißt, ich gehe einfach hier hin, ich lasse nochmal laufen und dann stelle ich hier den Outgain ein. Hatte dabei seine übliche Haltung eingenommen. Er saß an seinem Laptop, die Ellbogen auf der Tischplatte und den offenen Handflächen an seiner Stirn. Unregelmäßig klopfte er leicht mit den Fingern auf seinen Kopf. Durch das Dachfenster war ein bewölkter Abendhimmel zu sehen. Von der Lautstärke hätte ich gesagt, würde es passen. Ihr müsst bei, gerade wenn ihr mit dem Gain und so weiter arbeitet, müsst ihr halt immer darauf achten, wenn ihr hier oben, ihr seht ja in dem Wave-File hier einfach diese ganzen Spitzen, dass das Audio-Level einfach nicht zu laut wird und ihr eine Verzerrung oder so reinbekommt. Da müsst ihr halt so ein bisschen darauf achten, gegebenenfalls alles einfach wieder ein bisschen runterregeln. Ja, das wäre es auch im Prinzip von der Bearbeitung. Viel mehr gibt es da jetzt nicht mitzumachen. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen dazu habt, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Oder wenn ich vielleicht eine Funktion übersehen habe, dann auch bitte in die Kommentare schreiben. Ich lerne gerne was dazu. Dieses Tool benutze ich nicht, um wirklich dramatische Änderungen einzunehmen, sondern ich benutze dieses Tool wirklich, um so ein bisschen detaillierter oder etwas feiner ins Audiosignal einzugreifen und es so ein bisschen zu optimieren und vielleicht auch an die anderen Sprecher anzupassen und wie gesagt, den Sound ein bisschen satter zu machen, vielleicht Höhen rauszunehmen, Tiefen rauszunehmen und das auch nur wirklich in einem geringen Maß. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch den Nova so ein bisschen näher bringen und euch zeigen, was der so alles kann. Und natürlich, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was noch nicht verstanden habt oder wenn ich was vergessen haben sollte, ihr wisst ja, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte eure Fragen wirklich sehr gerne. Dann bleibt mir noch zu sagen,
Habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!